Nichts ist ärgerlicher, als sich in Bus oder Bahn zum Beispiel die Kleidung zu verschmutzen oder zu einem Termin nicht rechtzeitig zu erscheinen, weil Bus oder Bahn einfach zu spät gekommen sind. Und damit willkommen zum Einsteiger des Monats März. Wir sind diesmal im Verwaltungsgebäude der DVB in Drachenberge im Bereich Marktforschung. Mirko Rüde, Sie sind Leiter Markt- und Qualitätsforschung hier bei der DVB AG, aber jetzt sagen Sie uns, was tun Sie eigentlich den ganzen Tag? Ja, wir beschäftigen uns mit Fahrgastzählung, mit Fahrgastbefragung. Wir führen Kundenzufriedenheitsstudien durch für die DVB und wir haben natürlich auch den Bereich Kundenanliegen bei uns mit in der Gruppe und dort angeschlossen wiederum sind die Kundengarantien. Die Pünktlichkeitsgarantie ist die am häufigsten abgeforderte Garantie bei der DVB. Sollte sich ein Verkehrsmittel um mehr als 20 Minuten verspäten, dann hat der Kunde einen Anspruch auf einen Gutschein von 5 Euro. Wir befinden uns hier im Bereich Kundenanliegen. Hier werden alle eingehenden Anliegen, die an die DVB adressiert sind, bearbeitet und beantwortet. Falls Sie mal keine Reaktion innerhalb von 10 Arbeitstagen von uns erhalten, können Sie uns eine Antwortgarantie schicken und würden dann einen 5-Euro-Garantiegutschein erhalten. Im Rahmen der Anschlussgarantie gewähren wir innerhalb der Postplatztreffen und der dazugehörigen Anschlüsse alle Übergänge für unsere Fahrgäste. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen sich die Fahrgäste bei der Leitstelle melden und die organisieren dann ein Taxi. Oder im Nachgang wird ein Gutschein für die Taxirechnung gewährt. Unsere Sauberkeitsgarantie beinhaltet, wenn der Fahrgast sich mal in unseren Verkehrsmitteln oder an unseren Haltestellen die Kleidung verschmutzt, dann hat er die Möglichkeit, bei uns eine Garantie einzureichen. Dafür ist erforderlich, dass er die Reinigungskostenrechnung uns zuschickt und den benutzten Fahrausweis. Wir würden das dann alles prüfen und nach erfolgreichen Prüfen würden wir dann die Reinigungskosten in maximaler Höhe von 20 Euro ersetzen. Mirko Rüde, jetzt interessiert natürlich die Zuschauer, wie komme ich eigentlich an so eine Kundengarantie? Ja, Sie müssen also eine Garantiekarte ausfüllen, die wir im Internet bereitstellen oder eben auch in einem Flyer, den wir zu dem ganzen Thema erstellt haben. Und dann ist es wichtig, dass Sie uns die Fahrkarte mitsenden, entweder im Original oder als Kopie. Bei Abonnenten ist es so, dass die einfach die Abonnummer mitteilen und damit dürfte das dann ausreichen. Wie kann ich diese Kundengarantie zum Beispiel geltend machen dann? Sie können die ausgefüllte Garantiekarte per Post an uns senden. Sie können sie abgeben in unseren Servicepunkten. Sie können uns einen Fax schicken oder auch per E-Mail uns die Daten zukommen lassen. Pünktlichkeit, bequeme Anschlussmöglichkeiten, Sauberkeit und zügige Reaktionen auf Kundenanliegen sind für die DVB AG eine Selbstverständlichkeit. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Verwaltungsgebäude der DVB AG in Drachenberge in Dresden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gute Fahrt.